Den Rest kann er eigentlich behalten. Eine Mütze. Einen Helm hätte er sich jetzt schon mal leisten können. Okay. Ja, also das ist so ein Armeeposten. Einer der Armeeposten, die am gechilltesten sind. Hier ist normalerweise nicht so viel los. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier in der Zeit. Es gibt so Spiele, die treten einen einfach immer wieder in den Hintern und wecken damit dann irgendwann einfach so ein bisschen mein Ehrgeiz. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber solche Spiele, ich weiß nicht, ich kann es da nicht lassen. Ich muss es immer weiter versuchen, ob ich es dann nicht irgendwann doch noch hinkriege und so weiter und so fort. Und derzeit ist so ein Spiel, also ich komme davon nicht wirklich los. Ich muss es immer mal wieder versuchen und immer mal wieder ausprobieren, wie weit wir da kommen und inwiefern wir uns da noch verbessern können. Ich habe also so ein bisschen weiter gespielt. Ihr seht auch, ich habe neue Waffen. Die muss ich euch unbedingt mal zeigen. Ich muss euch meine Ausrüstung einfach mal zeigen. Ich habe hier immer noch die Alpin-Hose und die Alpin-Jacke, beziehungsweise wir haben, glaube ich, nur die Jacke gekauft. Ne? Die Hose habe ich auch gefunden. Die finde ich dann doch, also man findet so ziemlich alles. Man muss halt nur bei den richtigen Leuten suchen. Wenn man bei den Soldaten sucht, dann sind die schon ziemlich gut equipped und da findet man auch echt gute Sachen. Und ich denke, das machen wir jetzt dann auch früher oder später mal. Am besten direkt mal heute. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zum Start jetzt noch ein paar Worte zu meiner Ausrüstung. Ich habe hier einmal die AK Mord. Die ist ziemlich cool. Das ist ja die AK, die ich mir eigentlich auch schon mal kaufen wollte. Die habe ich gefunden. Und die habe ich ausgestattet mit so einem Kollimator-Zielfernrohr und der Waffenlampe, der guten Waffenlampe. Dann haben wir die Beretta. Ist, denke ich, meiner Meinung nach die beste Pistole im Game aktuell. Ist ein bisschen besser als die 1911, weil der Colt hat nur, glaube ich, 7 Schuss oder so im Magazin. Die hat 15. Das ist einfach ein Vorteil. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und da habe ich eine normale Waffenlampe dran. Ich habe noch keine zweite gute oder ich habe die verkauft. Keine Ahnung. Und die AK, die sieht so aus mit diesem Rotpunktvisier. Das sind alles Rotpunktvisiere. Ich habe noch kein Zielfernrohr gefunden bis jetzt. Es gibt noch ein drittes Rotpunktvisier. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht Vergrößerung hat. Hier ist das zweite drauf, das ist auch einfach nur ein Rotpunktvisier. Und das hier ist so ein Morsan Nagant, wie auch immer man das ausspricht. So eine Zweite Weltkriegswaffe, ziemlich bekannt eigentlich und ja, auch relativ gut, zumindest hier in Game. Damit kommen wir ganz gut klar, die werden wir von jetzt an auf jeden Fall nutzen. Und das ist so mein Loadout aktuell. Ich würde unglaublich gerne wieder eine Schrotflinte mitnehmen. Also ich habe wirklich so ein Problem. Das Spiel belohnt es wirklich, wenn man sich spezialisiert auf die entsprechenden Geschichten, die man macht. Also eine Schrotflinte ist im Nahkampf einfach... da gibt es nichts Besseres, ganz klar. Auch die AK ist da nicht besser. Und genauso gibt es für den Fernkampf halt einfach diese Fernkampfwaffen, um die man nicht drum rumkommt. Also die AK kann die Fernkampfwaffen nicht ersetzen und auch die Schrotflinte nicht. Also die AK ist so ein Zwischending. Aber die ist trotzdem irgendwo wichtig, weil sie halt für mittlere Reichweite gut ist. Da könnte ich dann noch die Pistole nutzen vielleicht und die Schrotflinte mitnehmen statt der AK. Aber es ist schon risky. Also das Wichtigste ist eigentlich schon so mittlere Range fast. Das heißt, die AK ist schon, die setze ich schon sehr häufig ein und die möchte ich nicht missen. Deswegen habe ich jetzt mal die Schrotflinte zu Hause gelassen. Ich habe auch einen guten Sturmrucksack gefunden. Der hat einfach ein paar mehr Slots. Mehr kann der dann auch nicht. Und ja, das ist jetzt so der momentane Stand. Gut. Hier habe ich ein bisschen weitergebaut an unserer schönen Hütte. Wir haben jetzt ein paar mehr Dachteile, wir haben ein Wandteil drin, wir haben die Türen drin und wir haben so ein Fensterteil drin. Und heute bleiben wir, glaube ich, nicht länger hier, sondern wir machen es mal auf die Socken. So, mein Lager sieht ungefähr so aus. Da ist auch alles mögliche Zeug drin, ein bisschen was zu essen, zu trinken. Eine Ersatzberetta oder Bertha, wie auch immer man das Ding nennen will. Bisschen Munition, allerdings keine wirklich gute. Ein paar Nägel haben wir auch noch, also wir könnten hier theoretisch mal weiterbauen. Aber das kostet super viel Zeit, sowas zu bauen. Und ich will immer los und wieder neue Waffen suchen und neue Orte erkunden. Ich habe einfach keine Zeit für sowas. Deswegen brechen wir auch heute erstmal wieder auf. Wir können direkt mal den Autorun anschmeißen. Ich glaube, die Gegend ist so halbwegs safe. Wenn jemand schießt, hören wir das, ja? Und der Plan für heute ist, dass wir die Kohle, die ich dabei habe, wir haben jetzt 41.000 dabei, also wir sollten schon so ein bisschen vorsichtig sein, die wollen wir nicht verlieren. Die wollen wir in den Süden bringen. Und dann wollen wir mal so ein bisschen den Süden untersuchen. Wir waren jetzt im Norden ziemlich viel unterwegs und ich habe festgestellt, der Süden ist doch so ein bisschen, ich will nicht unbedingt sagen gechillter, obwohl er mir auch ein bisschen gechillter vorkam. Also die Landschaft ist auf jeden Fall ein bisschen
bisschen übersichtlicher, ein bisschen einfacher. Die Leute, die Patrouillen und so sind, denke ich, genauso schwer wie hier oben. Das macht sicherlich keinen Unterschied. Aber, und es gibt sehr viel mehr Orte und sowas, ist deutlich mehr los. Es ist interessanter, sagen wir mal so. Und die ganzen Orte sind auch sehr nah an diesem, an dem Verkaufspunkt, also an der Safe Zone, was auch super cool ist. Also der Süden ist definitiv mein Favorit aktuell. Ich habe auch so ein paar Sachen eingepackt. Können wir uns mal angucken. Ich habe so eine Sturmweste gefunden. Die hat aber keine Inventarplätze. Die ist also nur gut zum Kämpfen. Die habe ich jetzt mal mitgenommen, weil wir werden heute wahrscheinlich noch kämpfen. Außerdem habe ich ein Schild dabei zum Land besetzen und so eine Kiste. Genau, diese, so ein Lager. Das werden wir dann irgendwo aufstellen in der Nähe von den großen Armeeposten. Die großen Armeeposten sind nämlich die Orte, wo man seinen Loot herbekommt. Ich habe den besten Loot bis jetzt eigentlich immer von irgendwelchen Leuten bekommen und nicht aus irgendwelchen Kisten oder so. Das heißt, wir müssen einfach so ein paar Soldaten zerlegen, die gut equipped sind. Und das ist das, was die beste Ausrüstung gibt. Ist natürlich auch mordsgefährlich. Genau, und das wollen wir machen. Und weil wir ja keine Langwaffen mitnehmen können, abgesehen von denen, die ich dabei habe. Ich habe alle Slots voll und im Rucksack können wir die nicht mitnehmen. Was super uncool ist und was ich hoffe, dass wir noch ändern können. Ich hoffe, die guten Rucksäcke später, die richtig teuren, ich hoffe, dass man da eine Langwaffe mit reinpacken kann. Das wäre richtig wichtig für uns. Deswegen werden wir, glaube ich, heute auch mal einen Rucksack kaufen. So ist der Plan. Schauen wir, was wir heute alles schaffen. Ich habe also das Geld dabei zum Rucksackkauf. Ich denke, uns fehlt noch ein bisschen was, aber können wir uns so einen Top-Level-Rucksack leisten und das mal ausprobieren. Und die Kisten habe ich jetzt eben dabei, um die in der Nähe vom Armeeposten aufzustellen, um dann die Langwaffen da drin aufzubewahren. Das heißt, wenn wir eine AK finden, dann können wir die zumindest mal aufbewahren und hoffentlich dann einfach mal abholen und irgendwo verkaufen gehen, weil die sind natürlich viel wert. Außerdem ist es immer gut, Ersatzwaffen zu haben, was ich aktuell auch noch nicht habe. Einfach, weil ich schon ewig keine Langwaffen mehr mitgenommen habe. Weil ich die ja nicht transportieren kann. Wir sind hier beim ersten Armeeposten. Hier, in der Nähe von Stepno. Den werden wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Ich habe natürlich überall auch so Taschenlampen montiert. Habe ich euch, glaube ich, gezeigt. Oh, ich rede schon wieder so viel und passe nicht auf. Das ist halt echt tödlich in dem Game. Oh, da ist er schon. So, wir hauen jetzt ab. Der hat mich schon wieder getroffen. Alter Schwede. Das geht überhaupt nicht. Wir sind voll in die Reihen gerannt. Gut, also wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ich darf nicht so viele Geschichten erzählen, zumindest nicht in der Nähe von irgendwelchen Lagern. Das ist einfach viel zu gefährlich. Und ihr habt gesehen, also ich habe den ein paar Mal getroffen. Die AK ist jetzt nicht so die Waffe, die Leute sofort umfegt. Ich denke aber, dass es Soldaten waren. Die halten natürlich auch ein bisschen mehr aus, muss man dazu sagen. Und das Schlimmste an der AK ist eigentlich, wie viel Munition die verschießt. Also man kann natürlich auch mit X den Feuermodus wechseln und dann Singlefeuer machen. Das habe ich auch schon ausprobiert und das hat mich schon mal das Leben gekostet. Also ich würde immer auf automatisch stellen. Aber man muss halt wissen, dass man wirklich viel Munition verbraucht. So, das ist der Armeeposten. Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Das ist eigentlich ein relativ entspannter Posten normalerweise. Normalerweise, heute nicht so. Eieiei, jetzt habe ich schon wieder 20 Hitpoints verloren. Die sollten wir direkt mal wieder hochregen, das ist nämlich gefährlich. Gut. Ja, und den werden wir uns heute angucken. Hier stellen wir auch eine Kiste auf, falls wir guten Loot finden. Die stellen wir hier einfach hinter das Haus oder so. Ein bisschen verstecken vielleicht. Vielleicht hier so an den Felsen. Das dürfte ganz gut sein. Okay. Kiste. Verwenden. Stell dich mal dahin. Oh, die kann man so halb reinstellen, das ist gut. Nee, so. Go, go. Okay, Kiste steht. Da können wir jetzt dann unsere Weste zum Beispiel mal reinpacken und die Weste anziehen. Jetzt haben wir halt deutlich weniger Slots. Wir können aber mal die Sachen hier lassen, die brauchen wir aktuell nicht. Das Geld können wir mal hier lassen, dann ist das halbwegs sicher. Und ich habe auch wieder ziemlich viel dazugelernt, allgemein, jetzt in der letzten Zeit. Beispielsweise die Geschichte mit der Munition ist ganz interessant. Es gibt zwei Munitionsarten, die wirklich viel Geld wert sind. Also die kann man teuer verkaufen
Und die sind auch sehr wichtig. Die wird man öfter brauchen im Endgame. Das ist einmal diese 762x54R. Die braucht man für die Fernkampfwaffen, zum Beispiel den Morsin. Und dann gibt es noch eine Munition, das ist 557 mal irgendwas. Ich vermute, dass das für einige Sturmgewehre wichtig ist. Auf jeden Fall ist die auch ziemlich viel wert. Also das sind zwei Munitionstypen, die man immer mitnehmen sollte, immer aufsammeln sollte. Die anderen Munitionsarten kann man sich auch sparen, die kann man liegen lassen. Die sind nicht so super, die sind nicht viel wert und sind auch nicht so wichtig. Die findet man relativ häufig. Okay, jetzt schauen wir mal, was das für Typen waren. Und ob wir uns die irgendwie knöpfen können. Deutsch und so. Ich glaube, die kommen gerade. Das ist eigentlich ganz praktisch. Können wir hier irgendwo in Deckung gehen? Der Weg sieht erstmal safe aus für einen Moment. Wir hätten fast oben bleiben sollen. Ne? Da waren wir ein bisschen in Deckung. Hier ist jetzt nicht viel Deckung. Oh oh. Das ist halt schon ein bisschen risky. Das war mal wieder nichts. Das war einer. Das sind drei. Das war auch nichts. Das ist wirklich so ein bisschen Glück, ob man die down kriegt oder nicht. Oh, einer ist irgendwo rechts im Gemüse. Der schießt auch auf mich. Die schießen alle auf mich. Wir hauen mal ab. Der hat mich schon wieder getroffen. Lauf, lauf, lauf. Kurz nachladen. Also das sind Soldaten, sonst würden die mich auf die Entfernung auch nicht treffen. Die sind echt crazy. Da hat einer ein Sturmgewehr. Sehen wir den noch? Ich glaube, wir umzirkeln die mal so ein bisschen. Und dann zerlegen wir die einen nach dem anderen. Die sind wirklich gefährlich, die Soldaten. Also die sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das geht auf jeden Fall schief. Wir machen das auch nicht wirklich gut so. Man sollte sowas eigentlich immer sehr lange vorbereiten, solche Angriffe. Und sich richtig gute, überlegene Positionen suchen. Man sollte nicht von unten angreifen, sondern immer von oben natürlich. So, Terrainüberlegenheit ist total wichtig. Okay, die rennen jetzt da unten rum. Ich will auf jeden Fall mal den Kollegen von den beiden looten. Mal schauen, was der dabei hat. Einen haben wir ja erwischt. Der müsste hier auch liegen irgendwo. Da liegt er. Gut. Das ist scheinbar nur eine Patrouille. Das sind nur drei Leute. Und das hier ist... Ja, der sieht aus wie ein Soldat. Also der hat schon ziemlich gutes Zeug an. Der hat so eine Alpinhose und eine Alpinjacke. Der hat auch einen Colt dabei. Colt-Munition brauchen wir nicht unbedingt. Ist nicht viel wert. Den Rest kann er eigentlich behalten. Eine Mütze. Einen Helm hätte er sich jetzt schon mal leisten können. Okay. Ja, also das ist so ein Armeeposten. Einer der Armeeposten, die am gechilltesten sind. Hier ist normalerweise nicht so viel los. Aber Soldaten sind halt echt gefährlich. Also auch so wenige sind gefährlich. Da muss man also wirklich aufpassen. Wir gehen jetzt mal hier durch und gucken, was wir finden. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die drehen irgendwann um und kommen sicherlich wieder zurück, weil die laufen ja immer ihre Patrouillenstrecke da ab. Was haben wir hier? Nix. Da haben wir einen Bohrer. Ich weiß gar nicht, wozu der gut ist. Den habe ich schon ein paar Mal gefunden. Den kann man auf jeden Fall verkaufen. Oder man hebt ihn auf und wartet ab, ob man den irgendwo für braucht. Noch eine Taschenlampe. Okay, hier ist scheinbar auch tote Hose. Seil, immer gut. Mach mal die Lampe an. Blech. Das nehmen wir jetzt, glaube ich, nicht mit, weil das ist nicht viel wert. Kostet aber viel Platz. Und... Oh, eine Scorp. Die könnten wir jetzt zum Beispiel mitnehmen, weil wir unsere Kiste draußen stehen haben. Aber für eine Scorp lohnt sich der Aufwand, glaube ich, nicht. Die ist nur 1000 oder so wert. So, da haben wir noch eine Alpinjacke. Hier geht's wieder raus. Sieht auch gut aus hier. Eine Mission ist ausgelaufen. Okay. Ich durchsuche mal dieses Häuschen und zeige euch dann einfach mal, was ich so gefunden habe. Wir gehen noch ins Obergeschoss. Klohaus ist auch nix. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was wir da drin noch auftreiben können. Wir holen uns, glaube ich, auch noch die beiden Soldaten, wenn die zurückkommen sollten. Mal schauen. Ist halt ein bisschen risky. Aber die haben halt echt immer gutes Zeug dabei. Hallo? Mal zu Hause?
Da kommt schon die nächste Patrouille. Das sind wieder drei Mann. Ich habe die schon ein Weilchen beobachtet. Die kommen jetzt langsam hier hoch. Und ich denke, wir können es jetzt mal wieder versuchen. Wir versuchen jetzt ein nach dem anderen hier wegzusnipen, bevor die zu uns kommen. Schauen, ob das funktioniert. Das war schon mal nix. Nochmal nix. Die wissen jetzt auf jeden Fall, dass auf sie geschossen wird. Die und die schwärmen jetzt erstmal aus, was natürlich nicht so cool ist. Das ist halt ohne Zielfernrohr fast unmöglich. Und das Problem ist halt auch wirklich, dass man nicht immer trifft, wenn man gut zielt. Sondern die Waffen haben eine enorme Ungenauigkeit. Gut, die schießen jetzt noch nicht zurück. Das ist eine riesen Munitionsverschwendung, was ich hier gerade mache. Aber die kommen jetzt natürlich auch immer näher ran. Nächster Versuch. Ja, stellt doch mal hintereinander, dann habe ich höhere Chancen. Die. Okay, jetzt kommen sie aber wirklich. Jetzt dürfte es gleich gefährlich werden. Ja, die schießen schon auf mich. Und wenn die so im Gemüse unterwegs sind, dann ist es natürlich auch richtig schwer, die später zu finden. Okay, einen haben wir. Nummer eins. Bleiben noch zwei. Bisschen Deckung wäre mega. Aber hier ist halt nichts, ne? Egal, wo wir hingehen. Wir haben überhaupt keine Deckung. Okay, wir versuchen jetzt mal hier diese Hügelkuppe. Da sind wir halt schon ziemlich nah dran. Ja, sogar schon in Funkreichweite. Oh oh. Erwischt. Die haben halt teilweise auch Sniper. Ist auch wichtig, dass ich nicht stehe, weil dann treffe ich erst recht nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Okay, die hatten jetzt Schnellfeuergewehre. Zumindest der hatte eins. Gut. Puh. Dann schauen wir mal, was die dabei haben, ne? Die liegen jetzt ganz in der Nähe von unserer Kiste. Das ist ganz praktisch. Jetzt müssen wir uns beeilen, bevor die nächste Patrouille auch kreuzt. Die kommen immer in so relativ unregelmäßigen Abständen scheinbar. Was ich bis jetzt gefunden habe, ist Seile. Den Bohrer haben wir zusammengefunden. Noch eine Skimaske, ein bisschen Fusel, eine Armbanduhr. Ja, und das war's dann im Prinzip. Also nichts Tolles. Der hat einen Colt. Das ist auf jeden Fall toll. Feuerzeug nehmen wir, glaube ich, nicht mit. Das ist zu wenig. Und das ist 100 wert, ne? Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Können es trotzdem mal mitnehmen, weil im Moment haben wir noch einen Slot frei. Das war der eine. Der hatte jetzt nur einen Colt. Das ist echt komisch. Da haben wir noch einen. Der hat jetzt eine Polizeischutzweste. Das klingt ziemlich gut. Einen Helm, auch gut. Der hat jetzt die schlechtere AK-Variante. Die ist auch cool, die sammeln wir gleich ein. Die können wir dann verkaufen. Ein bisschen Kohle nehmen wir mit. Und das ist unsere Munition. Ne, das ist die 545. Das Ding, das Zeug brauchen wir aktuell auch nicht. Das ist für eins der anderen Schnellfeuergewehre, glaube ich. Hier liegt der nächste, liegen alle auf einem Haufen. Die okay. Ja, jetzt könnten wir theoretisch die Weste wechseln und die hier anziehen. Die hat auch keine Slots, ne? Das ist doof. Okay, da müssen wir erstmal Zeug wegbringen. Die. Gut. Ich weiß gar nicht, welche von den Westen jetzt besser ist. Ob die Polizeischutzweste oder die andere Weste. Aber viele von denen haben halt tatsächlich keine Slots. Ich denke also, dass die deutlich besser schützen, weil irgendwas müssen die ja können. So, lassen wir mal das Ding da. Und ach so, da müssen wir erst wieder alles auseinanderbauen. Ist doof. So. Die Jagdweste brauchen wir. Dass wir ein paar Slots haben. Und den Rest können wir eigentlich wieder mitnehmen für den Moment. Okay. Go, go. Ja, also das ist schon relativ guter Loot jetzt. Die haben schon immer gute Sachen dabei, die Soldaten. Da wird man selten enttäuscht. Wenn man drei erwischt, dann hat zumindest einer irgendwas Gutes dabei. Die. Okay, die nehmen wir wieder mit, die Sturmweste. Den nehmen wir mit, den Colt. Das nehmen wir mit. Ich glaube, die Handschuhe kann man verkaufen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen lassen wir die einfach da. Das sind diese Hundemarken.
Und die Hundemarken, die kann man abgeben und dafür bekommt man dann so Ruf. Also so, weiß nicht genau, wie das heißt, aber das braucht man, um in spezifischen Locations auf der Map zu respawnen. Das heißt, ihr müsst dann nicht mehr wahllos irgendwo respawnen, sondern ihr könnt euch dann aussuchen, wo ihr respawnen wollt. So, wer hatte jetzt diese AK hier? War der hier, ne? Und zwar könnt ihr euch die ganzen Städte auswählen. Also jede Stadt hier, Stepno, Platava, das sind alles Städte, wo ihr respawnen könnt. In Bor, Gorki, Maklok. Das könnt ihr anwählen und dann könnt ihr respawnen. Das kostet 10 solche Punkte. Und eine Hundemarke bringt, glaube ich, relativ viel. Weiß nicht genau, wie viel. Die können wir heute auch mal abgeben, dann sehen wir das direkt. Okay. Dann packen wir jetzt die AK einfach mal hier in die Kiste. Das ist dann erstmal so unsere Ersatzwaffe. Die können wir momentan nicht mitnehmen, es sei denn, wir machen mal irgendwann so einen Verkaufsrun. Das machen wir jetzt nicht. Sondern wir nehmen jetzt unsere Waffe mit, weil sonst bleibt die hier liegen. Das Ding lassen wir hier. Das Ding nehmen wir wieder mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das muss auch wieder hier drauf. Theoretisch braucht man das natürlich nicht. Also so ein Rotpunktvisier auf so einer Fernkampfwaffe ist jetzt nicht super wichtig. Man kann auch so sehr gut zielen. Ich fand das sogar fast besser so. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht lassen wir das auch mal hier, das Ding. Und packen das gar nicht wieder drauf. Rotpunktvisier in so einer Fernkampfwaffe macht irgendwie nicht so viel Sinn. Okay, das Geld nehmen wir natürlich mit. Und dann brechen wir, denke ich, wieder auf. Wir müssen mal einen Schluck trinken. Also das nächste Ziel ist der nächste Armeeposten. Und der ist hier. Und der ist ein bisschen unentspannt. Den werden wir jetzt auch nicht direkt angehen. Ich denke, das machen wir mal extra irgendwann. Weil das ist wirklich unentspannt und super gefährlich. Also da werden wir unsere Kiste aufstellen. Also unseren Posten, unseren Außenposten aufbauen so ein bisschen. Beziehungsweise erstmal einfach so eine Kiste hinstellen, irgendwo möglichst gut versteckt. Und dann sind wir da auch ready und könnten theoretisch so einen Posten überfallen. Das Problem ist einfach halt, dass man immer den Lagerplatz braucht, um das Zeug mitzunehmen. Ansonsten macht das natürlich gar keinen Sinn, da anzugreifen. Weil man stellt natürlich unglaublich viel aufs Spiel. Wir könnten theoretisch unser ganzes Zeug verlieren. Und das macht nur Sinn, wenn wir dann auch wirklich das, was wir finden, direkt looten können und irgendwann verkaufen können. Ansonsten ist das viel zu gefährlich. Und die ganzen... Die Dörfer meide ich jetzt eigentlich auch. Die sind halt trotzdem gefährlich. Natürlich nicht so gefährlich wie Armeeposten. Aber die sind auf jeden Fall gefährlich. Da kann immer was passieren. Vielleicht wird man überrascht von der Patrouille von 5 Leuten oder so. Das ist schon immer mega gefährlich. Und der Loot ist einfach so schlecht, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, das Risiko einzugehen, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich jetzt genau das andere. Genau das Gegenteil von dem, was ich euch, glaube ich, letzte Episode gesagt habe. Dass ihr euch von diesem Posten fernhalten sollt. Also... Ich renne jetzt mal extra zu den Armeeposten und mache die dann klein, wenn es geht. Weil da kriegt man halt den richtig guten Loot. Da lohnt sich's wenigstens. Aber es ist halt auch mordsgefährlich, das muss man wissen. Man braucht wenigstens so eine Grundausstattung, also eine gute Shotgun, wenn man in den Nahkampf gehen will. Was natürlich bei Soldaten absolut tödlich ist, da muss man schon aufpassen. Wenn man da nah rangeht, dann kann man damit rechnen, dass man ziemlich schnell über den Haufen geschossen wird. Aber wenn man schnell genug reagiert, kann es natürlich trotzdem auch mit der Schrotflinte so halbwegs funktionieren. Okay, da haben wir schon den Wachturm gesehen da rechts. Da im Wald ist der Armeeposten. Wir bauen uns hier irgendwo in der Gegend mal auf. Ich denke so ein bisschen südlich fast, dass wir näher am Verkaufspunkt sind, an der Safe Zone. Da suchen wir uns einen schönen Spot, stellen da unsere Kiste hin und dann verdrücken wir uns erstmal wieder. Wir verkaufen erstmal unseren ganzen Krempel und schauen, ob wir uns so ein Backpack leisten können. Die Westen interessieren mich natürlich auch total. Aber ich denke, wir investieren jetzt wirklich nur noch... Könnten die eigentlich bei den Steinen hier hinstellen, ne? Wir investieren, glaube ich, wirklich nur noch in Top-Equipment, also in Max-Level-Equipment, in das Teuerste. Weil alles andere finden wir früher oder später. Und beim Teuersten muss man natürlich sehr viel Glück haben, dass man das findet. Verwenden. Oh, wir dürfen nicht mehr... Man darf wohl nur eine Basis aufbauen. Das ist natürlich richtig mies. Okay, dann müssen wir das Zeug wieder mitnehmen und müssen hier eine normale Kiste hinstellen. Oh, das ist echt gemein. Gut, dann laufe ich jetzt mal zur Safe Zone. Haben wir wieder was dazugelernt. Man darf nur eine Basis haben und unsere Basis ist halt jetzt da oben. Da steht auch noch so eine extra Kiste. Die können wir dann auch abbauen und irgendwo anders aufstellen. Also,
Wenn ich irgendwas Gefährliches mache, dann stelle ich davon jetzt dann auch immer eine Kiste mit auf, damit ich den Loot dann mitnehmen kann. Weil die wertvollsten Sachen sind eigentlich die Langwaffen. Und wenn man die nicht mitnehmen kann, dann hat die ganze Operation keinen großen Wert, ehrlich gesagt. So, da sind wir im Süden in der Safe Zone. Und hier haben wir jetzt ein ganz eigenes Storage. Also die ist nicht mit dem Norden verbunden. Und das ist eigentlich auch sowas, was in dem Spiel echt cool ist. Man muss halt seine Sachen vom Norden in den Süden und umgekehrt transportieren. Das heißt, im PvP kann man da auf jeden Fall hin und wieder mal Leute abfangen, die ziemlich gutes Zeug dabei haben, denke ich mal. Und wir machen das genauso. Wir haben unseren ganzen Krempel jetzt hier runtergebracht. Wir haben jetzt 105.000 und wir verkaufen uns natürlich noch die ganzen Colts. Wir könnten mal einen Colt theoretisch aufheben, so als Ersatzwaffe. Dann haben wir hier eine rumliegen. Aber die restlichen verkaufen wir. Die Sturmweste hebe ich auf. Den Helm können wir einen als Ersatz aufheben. Den anderen verkaufen wir auch. Das sind alles taktische Helme. Die Munition brauchen wir natürlich. Die Skimaske verkaufen wir. Wird alles zu Geld gemacht. Okay. Und dann gehen wir nochmal rüber zu dem anderen Kollegen. Verkaufen die anderen Sachen. Ne? Also hier haben wir noch ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Wir könnten mal den Thunfisch essen. Und die Dose da stacken. Das ist ganz praktisch. Ich habe unglaublich viel zu essen und immer ein bisschen wenig zu trinken. Also zu trinken muss ich öfter mal was nachkaufen. Okay, Munition sieht hier auch nicht wirklich gut aus, aber wir haben... Ne, wir haben nichts, was wir brauchen. Ne? Das ist die falsche. Ja, also wir brauchen dringend Munition. Ich muss für die AK wahrscheinlich auch Munition nachkaufen, weil wir da nicht genug finden. Da ist noch so ein Bohrer. Die sind richtig wertvoll. Also absolut mitnehmen, wenn ihr sowas findet. So. Den Fusel machen wir dann zu Bandagen. Den heben wir auf. Und das sind die Hundemarken. Also wir bekommen jetzt für 2 Hundemarken 30 solche Reputationspunkte. So heißt das Zeug. Und 10 brauchen wir, um irgendwo zu respawnen. Ich habe jetzt 140 aktuell. Die Uhr können wir auch verkaufen. Okay, mehr können wir dann... Ah, das Zeug können wir noch verkaufen. Taschenlampe brauchen wir nicht. Wir haben ja die Taschenlampe an den Waffen. Perfekt. Gut. Das können wir dann theoretisch auch erstmal hier lassen. Brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Dürfen wir nicht aufbauen. Okay. Gut. Ja, so weit, so gut. Wir haben die erste Armeebasis unsicher gemacht und die Patrouille gleich mal zerlegt. Das war eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt eine neue... Was haben wir neu gefunden? Eine neue Polizeiweste, ne? Die habe ich nicht mitgenommen. Wir können mal nach den Westen gucken. Das schauen wir uns noch an. Die gibt es hier drüben. Und ich habe ja keine Ahnung, welche da wie gut ist. Es gibt ja auch keine Statistiken. Also man kann eigentlich nichts sagen. Man kann die nur testen und dann sagen, ja, die fühlt sich besser an oder schlechter. Mehr kann man ja nicht machen. Wir haben diese Polizeischutzweste. Die kostet 25.000. Die Sturmweste kostet das Doppelte. Von dem her gehe ich davon aus, dass die hier besser ist. Also die könnten wir für 10.000 verkaufen. Und man sieht es den Westen auch so ein bisschen an, ob die Storage haben oder nicht. Also die haben alle nichts dran. Das heißt, das sind alles Westen, die wohl keine Storage haben. Ich denke auch die schweren Westen hier nicht. Wäre sicherlich gut, sowas zu haben, aber wir können natürlich dann auch wenig Loot mitnehmen. Und dann gibt es diese taktischen Westen. Das sind, glaube ich, die besten Westen, die zusätzlich noch Storage haben. Die kosten 25.000. Da könnten wir uns natürlich mal eine genehmigen, ne? Dunkel oder hell? Mal wieder dunkel, ne? Ich glaube, wir genehmigen uns mal so eine taktische Weste. Wahrscheinlich finden wir dann in der nächsten Armeebasis sowieso eine. Das ist immer dasselbe. Egal, wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Und wir können es den Rucksack noch nicht leisten, leider. Deswegen, glaube ich, machen wir das jetzt mal kurz und schauen uns die an. Die hat 10 Slots, unsere hat 6 Slots. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Keine Frage. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz, um Sachen zu transportieren. Und ich denke mal, die schützt auch wieder ein bisschen besser. Weil, das habe ich auf jeden Fall festgestellt, je besser, je teurer die Westen, desto besser schützen die, wenn man irgendwie in den Körper getroffen wird. Eine Helm wäre natürlich sehr cool. Wir können mal bei Helmen gucken. Ausrüstung, Helme. Gibt es hier unten. Wir haben jetzt so einen taktischen Helm, der ist jetzt 10.000 wert, also da gibt es definitiv bessere. Die wären auch nicht super teuer, aber die will ich mir jetzt irgendwie gerade noch nicht genehmigen. Die schauen wir mal, was wir finden. Und dann gibt es diese Stalker-Rucksäcke, die Typhoon-Rucksäcke. Und von den beiden verspreche ich mir ja, dass der ein oder andere vielleicht auch eine Langwaffe transportieren kann. Aber das müssen wir halt ausprobieren. Und ich würde mir dann gerne mal so einen Stalker-Rucksack kaufen, ehrlich gesagt. Steht halt nichts dabei. Also man weiß nichts darüber. Man muss die halt wirklich kaufen, die Dinger.
Das ist auch sowas, was das Spiel wirklich auszeichnet. Man hat null Informationen. Man macht einfach das, was man irgendwie, was sich gut anfühlt. Aber man hat keine Informationen zu irgendwelchen Waffen oder so. Man weiß nicht, welche da irgendwie besser ist, welche schlechter ist. Und die Unterschiede lassen sich ja relativ schlecht festmachen, weil auch die Gegner immer unterschiedlich sind. Das ist echt super interessant. Also ich gehe schon davon aus, dass der Colt zum Beispiel ein bisschen mehr Schaden macht mit 45 ACP als jetzt unsere 9mm. Aber nicht so viel unterschiedlich, dass sich das lohnen würde, mit einem halb so großen Magazin rumzulaufen. Also die Beretta ist, denke ich, die beste Pistolenwahl. Bei den Langwaffen ist es, glaube ich, auch relativ einfach. Waffen? Also hier gibt es noch das Zielfernrohr, was wahrscheinlich auch nur ein Rotpunktvisier ist, ne? Gehe ich mal von aus. Die heißen alle Zielfernrohr. Die heißen alle gleich. Und dann gibt es noch eine Magazinerweiterung. Das klingt auch ziemlich cool, aber ich will eigentlich gar keine größeren Magazine. Ich baller sowieso mal zu viel rum, ne? Könnten wir, glaube ich, in die AK? Nee. Irgendwo habe ich schon mal so ein Magazinslot gesehen. Also manche Waffen, da kann man das Magazin erweitern, glaube ich. Und das hier sind die Long-Range-Waffen. Da gibt es eben die S85, die hat gar nichts getaugt. Dann gibt es den Mosin K, den hatte ich zuerst. Den habe ich weggeworfen, den konnte ich nicht mehr tragen. Das ist eben die Langwaffenproblematik. Und dann gibt es diesen Mosin. Das ist also praktisch schon die zweitbeste Sniper-Rifle, die man finden kann. Die sind da schon sehr gut aufgestellt. Und trotzdem treffe ich immer richtig schlecht mit dem Ding. Ich habe auch schon diese Schrotflinte hier gefunden, die Pump Action, MS-590 heißt die hier. Und das Ding konnte ich auch nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz hatte. Deswegen jetzt immer Kisten aufstellen. Die AK Mod ist praktisch dann die zweitbeste von den Rifles. Also da gibt's noch was wir suchen können, was wir finden können. Aber die braucht dann wieder andere Munition, ne? Kurz gucken, was die für Munition... Ach, das können wir ja nicht nachschauen, ne? Die doch, steht dabei. Also die braucht 5.56x45, das findet man, glaube ich, relativ häufig. 5.56 oder auch nicht super häufig, ne? Haben wir jetzt auch nicht auf Lager. Also Munition wird auf jeden Fall spannender, muss ich hin und wieder nachkaufen. Die findet man nicht so häufig. Die haben halt wirklich nur die Soldaten dabei, diese Hightech-Munition. Und die Soldaten fressen auch immer ziemlich viele Kugeln, das heißt, es geht nicht immer auf die Rechnung. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal gut sein für heute. Wir haben den ersten Armeeposten da unsicher gemacht. Ich möchte auf jeden Fall noch diesen großen Armeeposten hier angehen. Das ist der hier dann. Das hier war der kleine, da steht unsere Kiste. Den möchte ich mir auf jeden Fall mal mit euch anschauen, wenn ihr Lust habt. Und der ist richtig unentspannt, gehe ich von aus. Das ist ein richtiger Armeeposten. Die haben auch wirklich Leute da stationiert. Und das sind mindestens 10 Leute, die da stationiert sind. Und ich denke, da gibt es auch auf jeden Fall was zu holen für uns. Bei den Missionen, ich denke, wir könnten mal wieder versuchen, eine einfache Mission zu machen. Aber ich sehe das immer noch kritisch. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich so eine einfache Mission schaffen. Ich gehe davon aus, dass das extrem schwierig wird. Ich habe mal eine mittlere Mission versucht. Und ja, sieht nicht gut aus. Also ich war ziemlich gut dabei. Ich habe bestimmt 20 Leute zerlegt, aber es waren immer noch ganz viele da. Und die letzten 2 oder 3 haben mich dann wieder zerlegt. Und damit war die Mission dann für mich gegessen. Und es sind einfach so viele, also wenn man gegen 20 Leute kämpft, dann hat man eigentlich auch keine Chance, irgendwas zu looten, weil da immer noch Gegner sind. Und ja, das Looten fällt dann einfach flach und wenn man nicht looten kann, dann macht es auch keinen Sinn, die Mission zu machen, weil man halt nichts davon hat. Ist halt ein Shooter und wie bei allen Shootern hängt man so ein bisschen, hängt das Ganze so ein bisschen vom Teamplay ab. Das heißt, wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist es natürlich 10-mal so schwierig, wie wenn wir zu zweit wären, weil wir dann einfach uns gegenseitig Feuerschutz geben können und die Leute halt ganz böse im Kreuzfeuer zerlegen können. Was ich halt alleine nicht machen kann. Das heißt, ich sitze den immer gegenüber und dann wird es halt so ein Shootout, wo ich dann ziemlich schlechte Karten habe, wenn es mehrere Gegner sind. Na gut, also die Weste macht schon ein bisschen was her. Sieht ziemlich schwer aus. Die hat ja 50 Taschen da dran. Okay. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was unterbringen. Mal gucken, was wir nächste Episode noch so finden und ihr in die Weste stopfen können. Das war's aber erstmal für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, dass ich Bescheid weiß. Und dann schauen wir auf jeden Fall nochmal in die richtig gefährliche Armeebasis rein. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.